Hallo, und da sind wir wieder. Und ich habe mich jetzt entschieden, die täglichen Missionen mache ich doch hier in dem Part, weil... Das dauert so zu lang. Weil... Die Sache ist, sonst wird das wieder ein Part mit viel Gelaber, wenig Story und ich werde... Und ich werde auch... Okay, das ist gerade echt geil. Aua. Also, gefroren machen die echt Spaß. Und ich werde eh auch Stufe 20 jetzt erreichen. Nach der dritten dieser Mission. Und von daher... Oder teleport... Nee. Ich habe keinen Bock zu teleportieren. Ja. Ich glaube, die letzte Folge war sowieso nicht ganz 30 Minuten. Also wenn wir diesmal ein bisschen länger machen, ist das schon in Ordnung wieder. Und außerdem finden wir, wenn wir hier laufen, ja Kisten, wie gerade. Ah. Ah. Okay. Ich dachte jetzt, da wäre irgendwas... Naja. Oh. Ernsthaft, Palat? Was für ein... Oh, ja, ja, verwegener Palat. Ich... Ja, kommt! Ja, gib her deine Belohnung und lass uns nicht allzu viel quatschen, ja? Yeah, yeah, yeah. Wie nutzlos möchtest du sein, Palat? Ja! Bam! Alle guten Dinge kommen von oben! Mist. Aber da haben wir mal gesehen, wie die Sachen... Ja, das war jetzt eigentlich doof. Jetzt hat er nicht mal angegriffen, aber... Ah, aua. Na komm, komm, komm. Aber wir haben zumindest eben mal gesehen, wie wir immer weiter... oder wie unsere Gegner immer weiter in die Nähe von uns kommen. Gebracht werden. Aua. Klappt aber nur mit maximal etwa gleich großen Gegnern. Au. Autsch. Ja, aber jetzt hat man es gerade eigentlich ganz gut gesehen.
Was dich jetzt angeht, habe ich echt die Schnauze voll. Komm. Hau, 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 hau. Yay. Hui. Ach so, ja, die Belohnungen mal einsammeln. Sollte ich wohl machen. Hier. Am Startgebiet zu Mondstadt. Oder an der Brücke zu Mondstadt. So. So. Someone needs assistance. Ja. Klar. I'll catch up. Ja. Kommt, rennt. Ja, hey Majori, wir würden gerne was kaufen und zwar so langsam. Klar, Vajuda Türkis-Splitter wäre ganz interessant, aber ich möchte eigentlich die Erinnerung des sausenden Sturms haben. Klar, wir könnten auch einen unbearbeiteten Einhänder des Nordens kaufen, aber nee. Ich möchte Melody nochmal stärken. Und zwar mit aufsteigendem Wind. Erhöht die Aufladerate um 16%. Das ist ordentlich. Übrigens, das nächste kriegen wir, wenn wir in der Hauptquest, wenn wir die Hauptquest abschließen. Genau. Und dann auf Level, auf Abenteuerrang 27, 37 und 46. Genau. Kriegen wir weiter. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Ja. Kriegen wir weitere Erinnerungen des sausenden Sturms. So. Ja. Ach so, das war eine Mission, die habe ich schon mal offscreen gemacht. Seine Frau ist krank und da musste ich ihm Beeren, die von einem Schleim verschluckt wurden, bringen. Und jetzt das feste Kondensat eines Hydroschleims, okay. Ich weiß, wo es welche gibt. Ja, das ist gut, sieht so aus, weißt du, wer sie... Du solltest es schaffen, einige feste Kondensate zu kriegen, indem du nur große Schleim besiegst. Ich hab's Jack sagen hören. Ja, okay. Noch mit Catherine reden, weil die wollte ja irgendwas von uns. Hallo Abenteurer, mittlerweile weiß fast jeder im Mondstadt von deinen Taten. Wenn du fleißig so weißt, was machst, wirst du es noch weit als Abenteurer. Kann ich dir helfen? Bisher war ich nur in und um Mondstadt unterwegs. Und ein kleiner Abstecher nach Liebe, aber nicht groß. Das liegt daran, dass du nur in der Umgebung Zugang zu Abenteuer hattest. Bald wirst du aber auch in die Welt da draußen aufbrechen können. Nimm diesen Brief und gib ihn Catherine im Hafenloft von Liwe. Catherine in Liwe? Sollen wir dich dann Catherine von Mondstadt nennen? Du kannst mich nennen, wie du möchtest, wenn es dir dabei hilft, große Abenteuer zu bestehen. In diesem Brief wird dir auch
wird auch sie dir professionelle Hilfe für deine Abenteuer anbieten. Wenn du im Mondstadt bist, bin ich natürlich weiterhin für dich zuständig. Ach genau, öffne diesen Brief bitte nicht selbst, sonst könnte es noch etwas verloren gehen, was nur unnötigen Ärger bringt. Ad Astra Abusask. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise. Ja. Ja, die kaputte heilige Leier. Und Catherines Brief, den wir uns aber nicht ansehen können. Auch wenn wir wollen. Schade. Da. Oh, nee. Da teleportiere ich jetzt. Gibt so Sachen, ne? Ach so, Hydro-Schleim, ne? Cool it. Ja. Unsere Hydro-Schleime. Netter Hydro-Schleim. Der hat deutlich mehr ausgehalten. Und ja, es gibt vergrabene Truhen. Freeze. Ja. Damit hätten wir dann die Sachen, was es hier nochmal vernichte alle Monster. Oh, yeah. Das sind so Sachen, die sind echt Fleißaufgaben. Aber Schwarzrückenbarsch, yay. Ach so, ja, fällt mir ein. Ja, Venti hat wirklich beim letzten Mal das Genshin Impact Theme einfach gespielt. Ja. Ehrlich gesagt, so ziemlich immer, wenn irgendwie ein Musikstück gespielt werden soll, wird das Genshin Impact Theme gespielt. Rams! So, weg. Du. Aua. Sehr schön. Damit haben wir dann nur noch dich. Und natürlich euch. Na komm. Sterb. Und Feuer!
und Schild und Feuer und haut drauf. Yeah. Ah, und der Erlebnispass ist verfügbar. Und der gewonnene Abgrund. So. Weltstufe erhöht. Wir können jetzt bis Abenteurerstufe 25 kommen. Und, ja. Ich glaube, das wird hier erklärt, ne? Genau. Erhöhung der Weltstufe. Während sich deine Abenteurerstufe erhöht, steigt auch die Weltstufe an. Dadurch werden die Schätze, die du in der Welt findest, immer wertvoller, deine Gegner aber umso stärker. Manchmal musst du Aufträge zum Aufstieg der Abenteurerstufe ausführen, bevor du die Weltstufe erhöht werden kann. Details dazu findest du bei der Abenteuergilde. Ja, auf Level, auf Abenteurerstufe 5. There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Okay, das ist, strange. Ja, der Gnostiker-Erlebnispass. Etwas, was für mich relativ egal ist, weil entweder man bezahlt 10 Euro oder man bezahlt 20 Euro. In keinem... Ich bezahle kein Geld. So. Genau. Erstmal ist so, es gibt hier insgesamt 50... Genau, 50 Stufen. Und wie ihr seht, alle 10 Stufen gibt es vorbestimmte Schicksal. Mit dem Gnostiker-Erlebnispass auch verwobenes Schicksal. Aber ich glaube, den muss man auch für jeden Monat neu bezahlen, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe es noch nie gemacht, daher. Und ja. Dafür braucht man einfach Erlebnispass, Erfahrungspunkte. Kriegt man 120, bekommt man quasi jeden Tag, einfach indem man sich im Spiel anmeldet. Weitere 150 für 4 tägliche Missionen. Sammle 10 Erz und verbrauche 150 Punkte ursprüngliches Harz. Also echt einfach. Dann Wochenaufträge, 10 Anführergegner besiegen, sowas wie die Kryohypostase oder der Fluxeisbaum, aber auch die wöchentlichen Endbosse wie Dvalin. Insgesamt 1200 Punkte ursprüngliches Harz verbrauchen, 500.000 Mora wegbezahlen. Herausforderungen in Sphären, Herausforderungen von Elementanhäufung, also das mit den Blüten, machen. Kostet natürlich beides Harz, ist daher aber auch ziemlich gut machbar mit dem und natürlich mit den Tagesaufträgen. 20 Gerichte zubereiten und 20 Objekte schmieden ist quasi for free. Diese 720 EP, einfach weil da lässt man sich halt jeweils die billigsten Sachen schmieden und dann hat man's. 3 Bitten der Bewohner und 3 Kopfgeldjagden
können wir erst machen, sobald wir die Story in Mondstadt gemacht haben. Dann schalten wir das für Mondstadt frei. Kannenthaler braucht man die Kanne der Elemente, genauso wie für 10 Dekorationen. Und natürlich beim Kauf von Kannengeist auf der Durchreise in der Kanne der Vergänglichkeit, nicht Kanne der Elemente, 2 Objekte kaufen. Das geht erst alles nach der Liwa-Hauptstory. Und schließt dreimal Gebietssäuberung oder laufender Wolf ab, ist ja. Saisonaufträge für uns momentan: führe 50 Gebete durch, sammle 12 Abgrundsterne. Ganz nett. Also es geht eigentlich, was die Sachen angeht, was die Schwierigkeit angeht. Einiges ist eher so, ja, kriegt man quasi umsonst. Die 150 Erz finde ich, bisschen, ja. Übrigens, man kriegt die 1200 auch, wenn man, ja. Einen Moment. So, ganz kurz gestört worden. Egal. Wo war ich? Genau. Einige Sachen sind davon schwieriger, eine einfacher. Und die 150 Hearts, wenn man das jeden Tag macht, kommt man immer noch nicht auf die 1200. Aber wenn man das mit ein bisschen Köpfchen macht, dann kann man das, kann man locker die Regenerationszeit so anpassen, dass man kein ursprüngliches Harz verbrauchen muss, um ja, um da irgendwas zu machen. Ach, wir haben ein paar Sphären freigeschaltet und natürlich den gewonnenen Abgrund. Den Sizilia-Garten. Ach, den haben wir schon freigeschaltet. Okay. Ah, okay. Ja. Steady as stone. Ups. Das wollte ich jetzt. Egal. Wir müssen noch ein bisschen Erz brauchen wir. Ja, der nervt doch jetzt direkt. Jupp, war ja klar. Aber wir haben unsere 10 Erz. Wenn wir schon mal hier sind, dann aua. Dann alle. Ach, ich greife dauernd um und komme dann auf die falsche Taste. Ist ja schrecklich. So. Und teleportieren zurück. Ja, man muss nicht jeden Gegner umhauen, ne? Ja, ja, ich spreche ja schon mit Anthony. Ja, ich habe die Sachen. Ja, kann wirklich ver. Pass bitte auf Anna auf und gib sie. Ja. Klar. Ich habe zumindest meine Belohnung, das reicht. Brauchst keine Gäste zu melden, ich möchte eigentlich nur. Genau. Minzgötterspeise, Landeierkuchen und feurige Nudeln. Ja. Ja. Oh
Und ja. Ich weiß noch, bei den Landeierkuchen. Moment, wo war das? Genau. Noelle kann aus Landeierkuchen luftige Eierkuchen machen. Die sind etwas besser als die normalen Landeierkuchen. Ja. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Ja. Lass mal schauen. Wir brauchen Mehl. Okay, ich glaube, wir kriegen die 500.000 Mora doch beisammen. Weißt du was? I take you and... Puh. Das ist viel Geld, was wir jetzt ausgeben werden, aber I take your entire stock. Wir brauchen es eh immer wieder. Und gerade Krebsrogen kann ich ja gleich mal zeigen. Adventure time. Adventure time. Hey, ja, für die hier auch Kochsachen. Salz haben wir gar keins. Pfeffer. Zwiebeln. Milch. Tomaten haben wir 3. Juhu. Weißkohl. Weißkohl braucht man nicht so oft. Kartoffelpuffer. Das ist wichtig, gerade für Leute, die die Razor haben. Da kann man Kartoffelpuffer machen. So. Ah, jetzt können wir sogar alles machen, wenn wir wollen. Okay. Genau, die Landeierkuchen. Mit Noelle kriegen wir ein besonderes Gericht, wenn wir Glück haben. Mehl können wir auch hier mal locker 75 machen. Sahne. Räuchergeflügel. 15. Das ist halt echt teuer. Butter. Schinken. 18. Ah, Zucker. Stimmt. Krebsrogen brauchen halt 4 Krebse. Das ist verdammt teuer. Kann man nicht anders sagen. Konfitüre. Auch nicht gerade billig. Ach stimmt, Zucker machen wir ja gerade. Dann können wir hier auch direkt 20 machen. Da warte ich mal. Wurst, Speck. Ja, lassen wir mal so. Rezept feurige Nudeln. Feurige Nudeln, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, genau, kann Lisa verbessern. Aber, übrigens süß mariniertes Hähnchen, das kann, Rosaria verbessern und ist dann eins der besten, ja, oder ist so ziemlich das beste 2 Sterne,
ja, das beste 2 Sterne Leben geb Ding. Good things come to. Ach ja. Bye. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt doch mit 3 verwobenes Schicksal. Dann bieten wir nämlich jetzt schon, damit wir den Wochenauftrag auf den Wochenbonus bekommen. Und mal sehen, wen wir kriegen. Vielleicht jemand Gutes vom Banner. Eventuell vielleicht sogar jemand, der nicht beim Banner ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Ja. Noch eine. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 1-2 Sachen. Also kriegen wir nur einen Charakter. Ist okay. Ah, wir kriegen Beidou. Das ist jetzt schon die 3. Beidou, die ich ziehe in diesem Banner. 2 auf dem Europa-Account und jetzt hier halt eine. Mein Kumpel wollte Beidou so gerne haben. Inzwischen hat er eine, aber trotzdem. Hey. Ja. Beidou haben wir ja schon gesehen. Ein defensiver Charakter. 135 herrenloser Sternenstaub. Jeweils noch 5 verfügbar. Okay. Ja. Jetzt können wir hier. Ja. Erlebnispass Stufe 2 erreicht und schon fast Stufe. Stufe 1 erreicht, schon fast Stufe 2. Und würde ich sagen, kochen wir ein bisschen. Aber damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht. Einfach mal 20 Mal Benny kochen lassen. Und juhu! Benny hat das Spiegelei 3-mal anbrennen lassen. Ja, gut. 150 Leben und 10% nochmal plus. Das ist okay. Ist ein nicht nur okay, eigentlich ist es gut. Erlebnispass Stufe 2. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich will was schmieden lassen. Ja, klar kannst du mir helfen. Aber jetzt, wo wir das haben. Übrigens den Guhur-Prototypen für Angreifer ist der sehr gut. Können wir uns schmieden lassen. Oder den weißen Schatten. Ich glaube, der könnte ganz gut für Beidou sein. Weiß ich aber gerade gar nicht genau. Und uns fehlt halt einfach Brocken weißes Eisen, dass wir die schmieden könnten. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Also, minderwertiges Verstärkungserz. Röms. Wir haben keine Figur mit einem Bonus. Und die Sachen hier, die, ganz ehrlich, das ist zu teuer. Ich nehme immer minderwertiges Verstärkungserz für die 20 Mal, weil Brocken von Eisen kriegen wir so häufig. Pff. Dauert jetzt insgesamt 45 Sekunden. 3 pro Erz, Verstärkungserz. Und in der Zeit können wir uns ja hier mal schauen. 3-mal eines Abenteurers Worte. 4-mal mystisches Verstärkungserz. Und 16.000 Mora als nächstes. Ja. Gerade später kriegen wir hier deutlich mehr, deutlich einfacher Sachen. Oh, ja.
Lass der Emma etwas schmieden, das machen wir dann jetzt auch fertig, ne? Ah, 17, 20, 19 und alle. Ja, also wir haben uns jetzt nicht nur einmal was schmieden lassen, sondern 20 Mal. Nehmen wir natürlich wieder direkt mit. Das sind so die Sachen, die kann man echt im Vorbeigehen machen. Jede Woche. Sollte man auch, finde ich. Und Sinn der Kameradschaft. Ah, mit Fernweh. Sehr schön. Kapitel 4. Opferer einer Statue in Mondstadt. So viel, dass du die Stufe 6 erreicht. Eine Erkundung abschließend. Besuche die Statue der Sieben bei Dvalins Ruinen. Ja, verstärke 6 Artefakte auf Stufe 4. Haben wir bisher nur 1. Sammle 3 Belohnungen von Blüten des Reichtums oder Blüten der Offenbarung. Okay. Eine Waffe auf Stufe 20 und einmal Alchemie anwenden. Auch alles recht easy. Aber immerhin, wir kriegen einen Schlüssel der Tiefe. Die anderen Belohnungen sind auch nicht schlecht. Ja. Einsammeln, 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 einsammeln. Wuhu. Die Hälfte schon gemacht. Ah, Kampfkünstler-Sachen vor allem diesmal. Sehr schön. Was haben wir hier eigentlich? Der perfekte Schuss. Ach, in Liebe. Genau. Okay. Das reicht jetzt aber erstmal für diese Folge. Ich verabschiede mich. Gruß, Synas Fan.